Souvenirladen vorbei. Ich verlaufe mich die ganze Zeit hier in dieser Scheiße. Wo ist denn eigentlich dieses andere Karussell? Ich finde das irgendwie nicht mehr wieder. Oh, Scheiße, habe ich mich erschrocken. Oh. Puh. Boah, Fixkopf. Das war kritisch, das war richtig kritisch gerade. Alter. Oh, ist mir gerade schwindelig. Heilige Kacke. Ja, ich habe mich übelst gerade erschrocken. Der hat wehgetan. Aber ich muss sagen, Ambus gefällt mir sehr gut. Das geht mit bloßen Händen nicht auf. Chloe, das hat doch Flo schon gemacht. Ah, stimmt, das Plus fehlt. Okay. Okay, okay. Ja, da muss man ein Plus dazu machen. Stimmt, okay. Dachte. Oh, mir ist halt voll schwindelig. Hier ist der richtige Weg. Bürgermeister Setter begrüßt Ihre harten Fragen. Aha, und andere harte Dinge, ne? Batterien, danke. Langsam ist mein Platz aber hier so ein bisschen, ne? Dann mache ich das mal in den Schuhkarton. Jetzt ist die Frage, hat es Ellen denn auch? Wenn ich das in den Schuhkarton packe, oder ist das nur für sie dann?
Nur für sie, okay. Schade, dann hätte man das ein bisschen kombinieren können. So. Ich gucke erstmal hier hinten. Das sieht so verdächtig aus, dass ja irgendwo was rumliegen könnte. Nix. Nischt. Hier wird's jetzt richtig lustig, oder? Es ist im Regen. Ich darf kein Wasser trinken oder baden. Nie wieder. Schnaps. Nur noch Schnaps trinken, Bruder. Sehen nicht wie Kultisten aus. Okay. Das hilft nicht. Das ist eine Ausrede zum Alk trinken. Yep. Ich bin nicht ich selbst. Wie kämpft man dagegen an? Wir sind zu alt. Verzeih. Ich suche nach dem Trailer der Andersons. Ich darf auch kein Wasser trinken. Gerade rechtzeitig, meine Liebe. Wie schon gesagt, es stimmt nicht. Die Lügen tun dir nicht gut und schwächen dich. Glaub nicht ein Wort. Sie glauben daran, weil sie tief in ihrem Innersten möchten, dass jemand für sie denkt. Wir sind anders. Rebell, du musst es aufhalten, bevor es Realität wird. Sei kein Teil der Geschichte. Schreibe die Geschichte selbst. Skat der Hölle, bitte! Diese alten Trunkenbolde lassen sich von der Horrorgeschichte scheinbar nicht beeinflussen. Wissen Sie, was hier passiert? Woher kennen Sie die Geschichte? Du selbstverständlich auch, meine Liebe. Wir sind eine Familie. Die Andersons. Wikinger. Götter. Es ist so schön, dich endlich zu sehen, Saga. Ich bin dein Großonkel Odin. Ich wollte schon sagen, will er Odin sein, und wegen der Augenklappe? Das ist ein lange verschollener Morpher. Thor. Thor mit ohne Haar. Er ist dein Großvater. Er ist mein Großvater. Und ich bin der Allvater. Alles klar. Darf ich die Armbrust nutzen und sie erledigen? Genauso verrückt wie alle anderen auch. Genauso betroffen. Ich muss konzentriert bleiben. Und mir den Wohnwagen ansehen. Alter, was zum Teufel passiert hier? Was haben wir die gesoffen, aber es scheppert, ja. Ich muss den Safe öffnen. Wie lautet die Kombination? Oh, wow. Die Leute hassen Rätsel, Ilmo. Warum nicht die Schlüssel? Die Leute lieben Rätsel, Jako. Nur kluge Menschen können sich gute Rätsel ausdenken. Sehen Sie sich einfach nach der Antwort um. Motivierte Angestellte werden belohnt. Oh, wow. Das habe ich ganz allein gecheckt, ohne das... Wow. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir da eine neue Info haben. Gut. Ach, nicht schlecht.
Mach doch die Tür nicht immer so auf. Sehr viele Pillen und Sportgeräte. Na, hallo Mama. Wie versprochen schreibe ich dir jetzt, nachdem wir uns eingelebt haben. Es geht uns wunderbar und wir sind beschäftigt wie immer. Die große Stadt. Jim arbeitet hart und hat eine Beförderung bekommen. Wir feiern diesen Anlass in einem neu eröffneten Restaurant, das Conny uns empfohlen hat. Laura macht sich gut in der Schule. Mit ihren Noten wird jedes College offen stehen. Ich bin so stolz auf mein kleines Mädchen. Ich war damit beschäftigt, unsere Wohnung in ein Zuhause zu verwandeln, das Personal einzuarbeiten und Möbel zu kaufen. Wer hätte gedacht, dass es so schwer sein würde, eine anständige, ich habe keine Ahnung, was dieses Wort heißt, zu finden. Irgendwas mit Scheiße. Alles läuft gut. Die Scheiße. Mach dir keine Sorgen um uns. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Liebe Megan. Mhm. Gute Scheiße. Ja. Da läuft's richtig. Im wahrsten Sinne. Wer ist dieser überaus attraktive Kampfkunstmeister? Oh Gott. Ich bin's, dein Bruder Ilmo. Jetzt erkenne ich dich, aber Ilmo, warum bist du so komisch angezogen? Das Hirschfest steht bevor und deshalb machen wir... Wir schnibbeln die Preise für alle personalisierten Hirschfestwagen in Stücke. Festwagen, die vom preisgekrönten Team des Kalevala Knights Motorradclubs gebaut wurden? Den letztjährigen Gewinnern der Trophäe für... Den besten Hirschfest-Tierfestwagen, der aber kein Hirsch ist? Von genau diesem Team. Und was euch umhauen wird, sind unsere neuesten Wagendesigns. Wir haben alles fertig. Hirschfestwagen, Restaurantfestwagen, Festwagen, die wir auf keinen Fall im Fernsehen zeigen können. Unsere Festwagen werden Ihre Freunde sicher beeindrucken. Machen Sie einen Heiratsantrag. Oder stellen Sie einen Kollegen in den Schatten. Und nach dem Hirschfest geht es weiter. Unsere Festwagen sind perfekt für Hochzeiten, Geburtstage, Bar Mitzwas oder ihrer Kinzikanzinierer. Unsere Festwagen sind für jeden Anlass ein Volltreffer. Aber warum sollen Sie uns glauben? Hören wir, was einer unserer vielen zufriedenen Kunden zu sagen hat. Ich war beim letzten Hirschfest. Die Festwagen waren klasse. Einer war ein Schwan. Na bitte, alles samt von angetan. Sehen Sie, da haben Sie es. Preisgekrönte Festwagen mit verbilligten Preisen, die Sie voll umhauen werden. Bestellen Sie noch heute. Lass mich raten, der darf auch kein Wasser trinken. Ich glaube, die nehmen ganz, ganz andere Sachen. So ein Jammer.
Kann ich auch Urlaub machen? Es stinkt nach Alkohol. Ach, wirklich? Ein Wortspielbuch von Ilmo. Stehen wir uns in der Geschichte nah? Das würde sein Verhalten erklären. Einzigartige Wortwitze, die jede Henne kennen muss. Gut gewitzelt ist halb gewonnen. Ach du Scheiße. Habe ich in seiner Fiktion das Büro verlassen? Agent Anderson, unser tiefstes Mitgefühl für ihren Verlust. Das FBI hat sich bewusst, dass dies eine sehr schwere Zeit für sie ist. Ist sich bewusst, dass es eine schwere Zeit für sie ist. Ich kann Ihnen persönlich versichern, dass wir uns um ihr Wohl sorgen und Ihnen die Zeit geben möchten, die Sie für die Bewältigung dieser Tragödie benötigen. Das FBI ist für Sie da. Wir hießen Sie gerne wieder an der Arbeit willkommen, wenn Sie dafür bereit sind. Wir schätzen Ihren scharfsinnigen Verstand sehr und hoffen, Sie bald wieder in unseren Reihen zu begrüßen. Herzliche Grüße, Supervisory Special Agent Stacy Merrow. Ein kritischer Blick auf ein kaputtes System. An mich adressiert. Vor Jahren. Oh, Wake hatte recht. Okay. Die Horrorgeschichte verändert die Realität, nicht nur die Erinnerung der Leute. Das ist Mamas Handschrift. Sehr seltsam alles. Und so viel Alkohol. Alles erinnert mich an Logan. Das könnte ihr Zimmer sein. Langsam wird es zu real. Zu persönlich. So Nordic Tales und Folklore. Das nordische Sagenbuch, das meine Mutter Logan geschenkt hat. Logans Junior-Agenten-Zertifikat. So süß. Bonn. Logan liebte ihre Musik. Das ist so süß, dass es hier in diesem Ort ist, obwohl du eigentlich hier nie warst und so. Und da war es okay. Meine neuen Verwandten gehören dem Kult des Baumes an. Oh je. Und das ist der Klicker. Der Kult hat ihn, genau wie auf der Seite beschrieben. Kalevala Knights. Das ist der Motorradclub der Koskeller-Brüder. Ich werde in Odins und Thors Pflegeheim vorbeischauen. Gleich nach dieser Biker-Werkstatt. Nein! Das stimmt nicht. Das ist nur eine verdammte Geschichte. Eine Lüge. Logan ist zu Hause. Unversehrt. Scheiße! Sie ist in der Schule. David. Ich bin in der Geschichte und sie wird wahr. Wake sagte, Scratch würde versuchen, mir weh zu tun. Aber er sagte auch, dass man es noch stoppen kann. Dass der Klicker es stoppen kann. Hey, hier ist David. Sprecht aufs Band. David? Geht es Logan gut? Ruf mich zurück, sobald... Mulligan? Was zum Teufel? Hey! Bleib, wo du bist! Der Kult des
Mulligan ist ein Kultist? Was zum Teufel geht hier vor sich? Thornton auch. Verdammt nochmal. Und jetzt sind sie alle Besessene? Boah. 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 Willst du mich verarschen? Oh nein, Trevor, ich hoffe, du hast dir nicht wehgetan jetzt. Boah, war das gemein. What the fuck? Und das hat nichts mit schreckhaft zu tun, die Scheiße. Boah. Oh. Ach so, die Geschichte aufhalten erscheint. Okay. Nee, war schon kalt. Okay, Gott sei Dank.